Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Witcher 2. Yay, wir haben letzte Folge, ich glaube, im Armdrücken gewonnen. Und jetzt gehen wir hier auch wieder raus. Das war es eigentlich, was ich auch wollte. Ja, hier in dieser Gegend gegen diese Zwerge, die ja so mächtig sind, aber gegen einen Hexer haben sie nun mal keine Chance. Und deswegen, easy, werden hier. Hallo. Interessant, fürwahr. Ja, ich glaube, wir hatten das alles durchgecheckt. Und wir Hast du könnten. noch mal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da Ja, zum genau, wir Zaubern? kamen dann Ja, da wenn es überall doch kein hin und. Aufschneider. Elfen. Was war hier noch mal? Lass uns mal kurz reingucken. Kränlupsche. Ob wir hier nicht irgendwas Interessantes finden? Flipper-Eilharz. Ach ja, da waren wir schon. Das ist das Quartier der Zauberin. Nicht an. Die Das mir ja habe nicht ich nicht ganz geheuer gesagt. ist. Gib mir noch ein Weil wir bisschen wissen ja, Zeit. was sie wollte. Nämlich zu Hänsels oder wie der auch immer da heißt, Hof gehören. Nun gut. Schauen wir uns mal hier noch weiter um. Da ist. Okay, die Brücke, über die wir gelaufen sind letztens. Ich glaube, hier gibt es dann gar nicht mehr so viel, oder? Schaut, da ist schon die Tür wieder. Dürften wir alles schon durchgecheckt haben? Bis auf die Kräuter. Aber ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ich kann mich hier nicht dran erinnern. Oder es war einfach nix. Oh. Hier war einfach. Okay. Das nehme ich aber mit. Danke. Leder würde ich gerne mitnehmen, aber. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Obwohl, wir können auch alles schauen, mitnehmen und dann schauen wir mal, ob wir das einfach verbrauchen, oder? Ja. Probieren wir einfach mal aus. Kann nicht schaden, vor allem Holzklötze. Jetzt weiß ich ja, brauchen wir für Fallen. Bin überlastet, ja. Bin ich voll oft, Mann. So. Oh Gott. Aber wartet, wir können das ja nicht selbst herstellen, fällt mir gerade ein. Sondern wir müssen dazu zu einem Händler gehen. Und das. Egal, machen wir trotzdem. Wir können auch mal in einer Folge langsam laufen, oder? Oh, schaut mal, hier gibt es ja auch noch eine. Hier ist auch noch was. Ja, das finde ich gut. So. Am besten wüsste ja, wenn es hier gleich noch einen Händler geben würde, also einen Handwerker, dann könnten wir uns das Zeugs craften, was wir brauchen. Oder was ich haben würde wollen. Aber ich denke, ich werde einfach wieder Zeugs rausschmeißen. So, was finden wir hier drin? Tücher, okay. Und eine Tür, die uns hierher führt. Ah. Okay. Da waren wir auf jeden Fall schon. Dann schauen wir uns mal hier nochmal kurz um. Hier oben. Aber wahrscheinlich landen wir da nur ganz oben, wo wir auch schon waren. Ja, da landen wir hier oben einfach. Nun gut, nun gut. Da ich das jetzt Uhr ist, können wir wieder ein paar Zutaten wegschmeißen. Wir haben so viel Zeugs, das ist unglaublich. Wo ist denn der nächste Händler? Wo bin ich gerade hier? Da oben ist ein Handwerker. Bei der Hängebrücke. Also, ich muss über die Hängebrücke laufen. Oh, könnte sein. Ja, machen wir. Wir laufen über die Hängebrücke. Werden was craften wieder. Werden uns entlasten. Hat ja beim letzten Mal sehr gut funktioniert. Könntest du eventuell eine sehr gute Rüstung oder eine einigermaßen gute Rüstung bauen, die besser ist als unsere derzeitige? Denn wenn ich mir das mit I angucke, die ist bei plus 11. Oh, warte. Ja, na gut, die ist schon besser. Was können wir dann mit dem Z Wir verkaufen es einfach, das ganze Zeugs. Ja, ich denke, Verkauf ist eine gute Sache. Wir brauchen ja auch irgendwie Geld. Denn ohne Moos, nichts los, heißt es ja.
Gut, hier hätten wir mal angefangen. Und hätten dann hier lang gehen wollen. Ich bin jetzt nicht hier, sondern wo bin ich denn gelandet? Das ist doch da, bei der Brücke bin ich gelandet. Na gut, ja, ich wusste nicht, dass es zwei Brücken gibt. Na gut, das Positive ist, wie gesagt, man kann halt schön durch die Stadt schlendern. Und hier sehen, da seht ihr da, hätte man auch so einfach lang gehen können. So, das hier wieder, kann man untersuchen. Das hatten wir ja schon, oder? Für eure Freiheit und die unsere. Eindeutig hatten wir schon. Ah, okay. Was ist das? Das ist die Brücke. Das trägt ein grünes Mäntelchen. Schaut mal das an. Den ganzen Tag im Gebüsch und fängt eine dickbäuchige, dickbrüstige Statue. Skoyatel auf der Lauer. Sehr interessant. Wo ist denn hier der Handwerker? Da. Schau dir meine Waren an. Ja, gern. Was können wir denn jetzt alles basteln? Das können wir am Tischstaub. Jedenfalls Jägerrüstung. Die habe ich nie gebaut. Die alleine war schon besser. Oder hier, obwohl. 3%. 30. 30% Vitalität. Magiescheinreduktion. Ich glaube, ist auch gut. Ich hätte gern die Jägerrüstung. Die kann ich auch schon herstellen. Okay. Wir sind aber immer noch bei 261. Da würde ich sagen, wir bauen uns doch so ein bisschen. Genau. So. Da sind wir bei 256. Schemaöl, ja. Oh, dafür bräuchten wir noch Nekrophagenhaut. Haben wir nicht. Können eine Wasserösenz bauen. Bauen wir solide Tücher ein paar? Können wir nur einen, okay. Reißzahn. Können wir nicht bauen. Ah, ist auch eine Falle. Ah, toll. Können wir nicht bauen, Nietenleder. Leder können wir nicht bauen. Die Kairafalle brauchen wir nicht mehr. Die Schwerter brauchen wir nicht. Geerdetes Leder können wir basteln. Ich glaube jetzt nicht mehr basteln, wir können Öl haben. Aber wir haben uns wieder etwas erleichtert. Das brauche ich auch wieder Dinge. Ich will alles nicht mehr bauen. Okay, aber Tischstab können wir noch bauen. Und sage mehrmals. Okay. So. Okay, ich glaube, damit sind wir ein bisschen wieder leichter geworden. Ah, ist das nicht schön. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal jetzt diese neue Rüstung an. So. Ja, die hat auch einiges, aber nur wegen der Aufwertung. Und die hat ja auch 3 Aufwertungsplätze. Okay, hier zum Beispiel Zwergenaufrüstung. Können wir aktivieren, ja. Da sind wir aktuell schon bei 12 Rüstung. Bonus Zeichenschaden ist 4. Ja, Rüstung plus 1, naja. Schwerteraufwertung haben wir hier. Noch mehr Schwerteraufrüstung. Können wir natürlich auch noch benutzen. Ah, hier Aufwertung mit Stahlplatten für die Rüstung. Perfekt. Sind wir bei 14 Rüstung. Okay, das gibt auch nochmal. Das ist auch gut, glaube ich. Ja, hier diese verstärktes Leder. Okay, ja, aber ich hatte eher damit gerechnet. Vitalität und Blutresistenz finde ich geil.
So, damit sind wir aktuell bei 15 Rüstung. Ist eindeutig besser als Rabes Rüstung und wir haben uns noch mal ein bisschen erleichtert. So, was machen wir jetzt? Ich habe geträumt, wir würden im Bergwerk arbeiten, wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten, ja? Als Bergmann warst du eine ziemliche Fehlbesetzung. Ja? Das hält man ja auch nicht aus. Schuftet sich's kreuzbucklig für den reinsten Hungerlohn. Weißt du noch, wie wir das blinde Pferd gekauft haben, mit dem die Kohle weggeschafft wurde? Wie hieß es noch? Das war keine gute Idee. Reinhard, Fridolin, sowas. Rudolf Ferdinand. Genau. Na, sehr lustiger Name. Ferdinand. Wegen Pferd. Na gut, die Geschichten von Zwergen sind manchmal auch schon lustig. Aber nicht immer. Das haben wir nun auch herausgefunden. Ja, laufen wir hier wieder lang. Ich glaube, da wo ich nicht hin wollte. Weil ich das Gefühl hatte, dass es hier weitergeht. Aber jetzt ist es mir egal. Da nochmal Zwergenaufwertung. Why not? Aber so Rüstung aufs Maximum schon, ja. Schade, so eine Zwergenaufwertung ist schon praktisch. Was können wir denn hier wieder, das hier? Das sieht aber anders aus. Monster, aufgepasst. Was, hier? Was ist das? Matthias Forster hat die Norm zu 180% erfüllt. Und was hast du für die Erfüllung des Plansolls getan? Nix. Aber ich bin ja auch noch nicht dafür zuständig, behaupte ich mal. So. Den Castel de Durefetter gibt es scheinbar nix. Okay, es gibt die feudale Gesellschaft. Das ist schon mal immerhin etwas. Irgendwann könnten wir mal wieder die Bücher lesen, die wir noch nicht gelesen haben. Da haben wir doch auch jetzt ein bisschen was. So. Hallo? Niemand zu Hause? Oh, aber in der Truhe. Mit immerhin noch mal ein paar Orens. Für dich sonst, ja, auch nicht würfeln müsste. Gut. Oh, hier auch. Ledertücher habe ich alles übersehen. Oder nicht wollen. Haben wollen. Keine Ahnung. So, da schon wieder diese komische Statue. Und es geht weiter, wie ich es gesagt habe. Euch ist eine passable Prügelei entgangen, meine Herren. Und eine Möglichkeit, einen Monarchen zu töten. Es hat einen Kampf gegeben. Der Fürst ist verwundet. Habt ihr den seltsamen Nebel auf dem Schlachtfeld gesehen? Für alle, die noch zweifeln, das ist kein normaler Nebel und auch kein Jahrmarktzauber. Ja. Vermutlich haben wir es hier mit einem Blutfluch zu tun. Einem sehr mächtigen alten Zauber. Okay. Wir wissen nicht, wer ihn ausgesprochen hat und warum. Fürs Erste habe ich eine gute und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute? Hänselt und sein Heer wurden vorübergehend aufgehalten. Und die schlechten? Der Nebel dehnt sich aus. Er könnte sogar Wergen verschlingen. Außerdem können die Geister ihn verlassen. Lässt sich das konfessionell erledigen? Mit ein paar Axthieben vielleicht? Das ist möglich, wobei sich versilberte Waffen anbieten. Außerdem werden die Geister schwächer, wenn sie sich vom Nebel entfernen. Okay. Kann man das nicht irgendwie hinbiegen? Mit Exorzismus vielleicht? Darum kümmere ich mich mit Geralt von Riva. Dem Königsmörder? Der kein Königsmörder ist. Egal, was die Weiber am Brunnen schwatzen. Sehr schön. Nee, natürlich nicht. Der kann ja keiner Fliege was zuleide tun. Seht ihm mal in die Augen. Da merkt ihr gleich, wie sensibel er ist. Und der von Flüchen mehr versteht als die meisten anderen. Meine Herren, ich verlange nicht von euch, dass ihr dieses Phänomen versteht, sondern dass ihr euch an ein paar Prinzipien haltet. Ah, da geht's schon los. Keiner darf sich diesem Nebel nähern. Das ist lebensgefährlich. Außerdem müssen wir uns mit jener Schlacht auseinandersetzen. Hier hoffe ich auf die Hilfe von Herrn Cecil Burden. Zu euren Diensten, Herrin. Danke. Um den Fluch zu bannen, brauchen wir Gegenstände, die den Gefallenen gehört haben und die diesen Krieg symbolisieren. Hier steckt mehr Eisenzeug im Boden als Läuse in Cecils Bart. Ich habe immer gedacht... Überlass das Denken mir, Tigrin. Und schweig jetzt besser. Die Gegenstände müssen nicht nur magisch aktiv sein, sondern auch mit den Geistern der Gefallenen verbunden. Ja, das wäre alles.
Damit das klar ist, wir alle müssen Philippa und dem Hexer helfen. Japen, was gibt es da zu grummeln? Hab wohl irgendwas im Hals. Nimm einen Schluck Wein. Und nun zu prosaischeren Dingen. Wie viele Leute haben wir? Saskia, das weißt du genau. Wie viele? Zwerge? 200. Aber die Menge ist nicht das Entscheidende. Bauern sollten wir um die 500 haben. Die sind so schwierig zu zählen. Meine Herren. Okay. 53 Ritter, 200 Reisige. Nicht gerade üppig. Hänselt hat 5000. Damit ist er fünffach in der Überzahl. Was meint ihr dazu? Ein Problem. Wir sind weniger. Natürlich haben wir die Mauern, die allerdings niedrig sind. Wenn wir Bogenschützen hätten, wer weiß. Was gäbe ich für ein Regiment schwerer Bogenschützen aus Lyrien? Wir haben etwas Besseres. Jorvets Elfen. Die Skoyatel. Oh ja. Da kommt er natürlich direkt, wenn man ihn anspricht. Weil er gewartet hat auf sein Stichwort. Meine Herren, Jorvet. Was willst du hier, Mörder? 100 der besten Bogenschützen des Nordens harren deiner Befehle, Drachentöterin. Ihr wolltet Bogenschützen. Da habt ihr sie. Schmeckt mir nicht, mich mit Elfen zu verbünden. Na, verteidigen kann man sich auch mit einem Stock voll Scheiße. In meiner Truppe sind genug Leute, deren Dörfer er niedergebrannt hat. Ein freier Bauernstand ist eine Sache. Ein Verbrecher, der in allen Königreichen gejagt wird, eine ganz andere. Du bist zu weit gegangen diesmal. Saskia, ein Wort von dir genügt und wir gehen. Hör zu. Jorvid ist hierher gekommen, um für mich zu kämpfen. Ich vertraue ihm und weiß, dass er uns nicht verrät. Ebenso wenig wie ihr alle. Wie kannst du das wissen? Er ist ein Elf. Dem liegt der Verrat doch im Blut. Er kämpft seit einem Jahrhundert gegen die Menschen. Aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sein Kampf einen Sinn. Die Skoyatel kennen keinen Frieden. Sie sind für Nilfgaard gestorben und für das Tal der Blumen. Umsonst. Verraten und verkauft. Jetzt haben sie ein Ziel. Das Pontartal kann das erste Land werden, in dem sich kein Mensch außerhalb der Mauern mehr vor Elfenpfeilen fürchten muss. Und Elfen und Zwerge nicht in Ghettos und Reservate gesperrt werden. Zuvor aber müssen wir die Schlacht gewinnen. Ihr wisst, wer gegen uns zieht und er hat ausgezeichnete Armee, kampferprobt, geschickt geführt. Die können wir weder einschüchtern noch bezwingen. Wir werden sie niedermachen müssen. Ich will Jorvid mit uns an diesem Tisch haben. Ich will, dass er die Kettwenner für uns tötet. Und ich versichere euch, er tut es mit einem Lächeln, wenn ihr es ihm nur gestattet. Wenn man auf seiner hageren Fratze überhaupt ein Lächeln erkennen kann. Ich bin dafür. Jorvid bleibt. Hundsblut. Mein Vater dreht sich im Grabe um. Aber was soll's? Was sein muss, muss sein. Bin dafür. Dagegen. Du hast meine Leute umgebracht, Elf. Weißt du noch? Hätte ich sie nicht erschlagen, hätten sie mich erschlagen. Zum Kuckuck für bessere Zeiten und Kettwin zum Verderben. Dafür. Den Hunden zum Verderben, euch zum Wohl. Nun, einer war dagegen, der Fürst. Okay. Da hat er aber einen großen Schluck genommen. Was ist das? Sag mir nicht, sie ist vergiftet. Götter, sie stirbt. Bringt sie in Sicherheit und hütet sie wie euren Augapfel. Ich hole, was ich brauche, dann kümmere ich mich um sie. Meine besten Kämpfer werden wachen. Los, Jungs, her mit der Trage. Okay, war ja klar. Gift. Ein Verräter? Sie ist fertig mit den Zaubersprüchen. Hallo? Was ist mit Saskia? Sie lebt noch. Ich habe ihre Körperfunktionen reduziert. Fürs Erste ist ihr Zustand stabil. Weißt du, was das für ein Gift war? Ja. Taumador offenbar. Allgemein bekannt als Weheleid. Hat einen äußerst miesen Ruf. Es muss doch ein Gegengift geben. Was können wir tun? Ja. Für eine Heilung brauchen wir Kräuter, Magie und Blut. Das dürfte kaum gewöhnliches Blut sein. Ja, wahrscheinlich. Richtig. Es muss königlich sein. Wo ist Leto, wenn man ihn braucht? Okay. Der nächste König befindet sich jenseits des Geisternebels. Du hast nicht verstanden.
Es muss kein amtierender König sein. Es geht um den Genotyp im Blut. Könige stammen von den alten Geschlechtern ab. Um zu überdauern, brauchten die Herrscher ungewöhnliche Widerstandskraft und Stärke. Und weil die Königsgeschlechter kein fremdes Blut zulassen, ist die Kraft ihrer Gene gewaltig. Ich wende eine selbstheilende Gentherapie an und lehre Saskias Organismus, sich des Gifts zu entledigen. Du willst sie Menschenblut trinken lassen? Ich will es ihr direkt ins Herz pumpen. Na gut. Welche Kräuter brauchen wir? Die unterirdische Art von Purpurfingerhut. Die Zwerge nennen sie Immortelle. Und eine elfische Rose der Erinnerung. Wo kriegen wir Immortelle her? Sie wächst tief unter der Erde. Aber das soll uns nicht betrüben. Unter Wergen gibt es einen Stollen. Wie hilft es Saskia? Taumador richtet schwere Gewebsschäden an. Immortelle regeneriert das Gewebe. Ah, okay. Hört sich gut an. Triss hatte eine Rose der Erinnerung. Nannte sie eine außergewöhnliche Pflanze. Früher wurde den Enseide, die Rosen der Erinnerung züchteten, größte Wertschätzung entgegengebracht. Die Zeiten haben sich geändert. Die Elfen auch. Es gibt keine Gärten in dieser Gegend. Wir müssen zurück nach Flotsam. Die Rose der Erinnerung aus Flotsam hat Triss. Wir müssen sie finden. Na gut. Was brauchst du noch für den Eingriff? Taumador multipliziert sich selbst. Die Ingerenz der vergifteten Zellen löst sofort eine Kettenreaktion aus. An die Stelle einer entfernten vergifteten Zelle treten 10 neue. Um diese Reaktion zu durchbrechen, brauche ich übermenschliche Kraft. Am besten wäre ein Wassergenius oder ein Luftgenius. Oder einer der legendären 20 Ringe der Macht. Sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und ich hüpfe dann barfuß auf dem Vulkan rum, sicher. Schon gut, schon gut. Vergessen wir die Ringe. Ich brauche eine große Dosis Macht, woher auch immer. Findet etwas. Immortelle, Rose der Erinnerung, Königsblut, Magie. Klingt wie ein Märchen. Und zwar wie ein ziemlich einfältiges. Es fehlt nur noch der Kuss des Prinzen. Ich wünschte, es wäre wie in den Märchen. Besonders in diesen einfältigen mit dem glücklichen Ende. Kann ich auf deine Hilfe zählen, Geralt? Kannst du. Was ist mit der Geisterschlacht? Erst muss ich prüfen, ob der Zauber, der Saskia am Leben hält, richtig wirkt. Dann überlegen wir, wie wir die Geister in die Anderswelt zurückschicken. Im Prinzip könntest du dich darum kümmern. Frag die Leute hier nach der Schlacht. Vielleicht findest du ja was heraus. Dann kümmere ich mich inzwischen mal um den Giftmischer. Ja, mach das. Es darf nur Philippa Eilhardt eintreten. Dachte ich mir. So, wir haben also sehr viel erfahren. Wir haben eine neue Aufgabe, die insgesamt dazu... Wir müssen also Triss und Leto wahrscheinlich finden, oder zumindest Triss. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind Level aufgestiegen. Okay, das machen wir noch kurz. Okay. Wir haben ein neues Talent. Das werden wir hier benutzen. Ich glaube, das wollte ich zuerst. Ein verstärktes A-Zeichen. Und die nächste Stufe, halt Stufe 3, war auch natürlich geil. 6 Meter Zeichenreichweite. Aber ich glaube, die Reichweite, die ich habe, reicht mir erstmal. Wir werden dann immer so nach und nach irgendwo hingehen. Dann hier natürlich, glaube ich. Oder wollte ich hier? Oder das klingt auch, also das klingt natürlich auch toll. Aber das hier noch besser. Jodenfallen verbinden sich miteinander, machen es dem Gegner unmöglich, sich zwischen Glyphen zu bewegen. Naja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, wir gehen dann einfach auf Vitalität. Aber zum Schutze. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, ich würde mich über ein Däumchen freuen. Und bis zum nächsten Mal dann, wenn wir wahrscheinlich ein paar Quests erledigen. Tschüssi!